Ja, nun. Wo muss ich denn jetzt weiter? War ich denn schon hier oben? Warte mal, hier ist noch eine Hütte. Was ist das? Ich glaube ein Händler oder so. Vorher mache ich aber erstmal diesen Teppich hier kaputt. Komm her, Teppich. So. Offensichtlich gibt es ja auch wieder sehr, sehr viele Kämpfe in dem Spiel. Ich glaube, weil die alle nachspawnen, die Gegner. So, ein Zähnchen. Und noch ein Zähnchen. Mehr, du Fisch. Warte mal, jetzt habe ich den gleich platt gemacht. Ja, super. Ich habe den direkt platt gemacht. Sowas. Na gut, der ist auch Geschichte. So, hier ist ein Händler. Oder? Bist du ein Händler? Sieht zumindest aus. Zur Hitoshi-Quelle. Hm. Hallo. Oh, was für ein Mist. Tief im Agata-Wald gibt es einen großen Fluss, den man Nara-Fluss nennt. Die Brücke über ihn wurde neulich bei einem Sturm zerstört. Deshalb bekomme ich keine neuen Vorräte. Glücklicherweise habe ich noch recht große Reserven. Deshalb kann ich weiterhin verkaufen. Guck dir ruhig alles an, wenn du geschickt wurdest, den Einkauf zu machen, Welpe. Einkaufen. Joa. So, mal gucken. Gold. Wow. 5000 Yen kostet Goldstaub. Ich meine, wir haben 44.000. Warum denn nicht, ne? Lass mal einkaufen und wir gucken uns mal an, was wir davon haben. Tintenstein. Unbegrenzte Reserven. Zeitweise unbegrenzte Tinte. Zeitweise. Aber den kann ich bestimmt nur einmal benutzen, ne? Oder einmalig benutzen und dann irgendwie immer wieder und immer wieder und immer wieder. Sake, nö, Knochen, boah, nee. Was können wir denn noch verkaufen? Ach, wir haben keine Schätze, die wir verkaufen können. Aber sonst irgendwas, was wir ihm eventuell verkaufen können? Guck mal, die ganzen Sachen bringen mir eigentlich auch schon relativ viel Geld. Ja, außer diese Knochen, der bringt nicht sehr viel. Na gut, dann haben wir uns einmal so einen Goldstaub gekauft. Ich schau mal gerade einen Goldstaub. Mit Goldstaub können wir Sachen verbessern, hieß es. Das ist die große Preisfrage. Wo geht das? Ausrüstung, hier. Ich denke, ich kann das mit diesem Goldstaub verbessern. Wähle eine Waffe aus, die verstärkt werden will. Ah, guck mal. Heilige Vergeltung, würde ich mal sagen. Ich habe die noch nie benutzt. Ja. Okay. Jetzt wurde sie verbessert. Jetzt blinkt sie kurz. Sie blinkt ein wenig. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Ich hab die, glaube ich, auch noch nie benutzt. Ne? Ich musste irgendwie Dreieck oder so im Kampf drücken, wenn ich es richtig gelesen habe. Ich bin mir aber nicht sicher. Warte mal. Ich guck mal gerade hier nach. Hier noch irgendwo was sehe, weil der kleine Blag hat ja seine Waffe, beziehungsweise sein Angelgezeugs verloren. Aber ich glaube, hier ist nichts weiter. Deswegen würde ich mal direkt einen Abstecher nach hier oben machen, um mal zu schauen, wo wir da hinkommen und was hier oben noch so Schönes gibt. Ach, guck mal, hier. Ansehen. Hitoshi-Quelle. Wow, das Wasser ist ja kristallklar. Fast schon ein nobler Name, aber vielleicht doch nicht so weit hergeholt. Guck mal, da ist was im Wasser. Und wieder schwimmt das Ding weg. Wie komme ich da wo ran? Ich komme da nicht ran. Es verschwindet einfach. Es verschwindet einfach, aber hier kann ich nicht ertrinken, wie es mir scheint. Naja, gut. Ah, hier kann ich aber ertrinken. Interessant. Da in der Mitte nicht, aber überall sonst. Hm, okay. Na gut, dann ist das so. Ach, guck mal, hier kann ich einmal hoch. Hier mal buddeln. Nein, ich kann hier nicht buddeln. Nein, ich kann hier nicht buddeln. Hä? Was ist denn das?
Aha. Das muss nur jemand nachmachen. Da so ein Seerosenblatt reinzupucken, ballern. Okay, na gut. Dann eben nicht. Na, wollte es kaputt machen. Ich dachte, ich kriege noch mal irgendwelches Gemüse raus. Ach, Mann, oh. Kommt da nichts raus. Ach, guck mal, wir können da rein. Das sehe ich ja jetzt erst. Wir können da rein. Was bist du denn? Ein Pferd. Ein Pferdi. So, einmal Samen mitgenommen. Oh, hier gibt es jetzt was zu essen. Super. Füttern mit Grünzeug. Und nochmal ein paar Rehe gefüttert. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Das hat geklappt. Dann skippen wir uns mal hier durch. Und bekommen wieder ein wenig Glück. Ich bin noch nicht sicher, für was dieses Glück gut ist. Glaube ich. Oder wurde mir das schon mal erklärt und ich habe es wieder vergessen? Ich durchs Battle? Kann natürlich auch sein. Weiß es nicht mehr. Ich habe aber auch ein Gedächtnis wie ein Sieb manchmal. Manchmal? Ja, manchmal. So, wir schwimmen mal hier rein. So, und gucken mal, wo... Da ist aber nicht gut. Wir vertreiben mal das Böse hier. Wir vertreiben mal das Böse hier. Na, geht doch. Rums. Oh, da ist wieder so ein Dingens. Ich habe nur noch, wie gesagt, keine Ahnung, wie ich da rankomme. Aber der leuchtet anders. Spar dir deine Kraft, so wirst du sie nie aufbekommen. Das ist ein Riesenknospe. Sie umschließt vergrabene Schätze und bringt sie aus der Erde. Es wird gesagt, dass nur Götter wissen, auf welche Art man sie öffnet. Weißt du, wie man dieses Ding voll zur vollen Blüte bringt? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht mit Sonne? Nö. Ah ja. Okay. Na gut. Erhalten Räuchergefäß. Brenner extra dafür gemacht, das feinste Aroma zu verbreiten. Ich weiß also doch, wie man sie aufmacht. Naja, so super ein Räucherstoff. Das hätte mir auch mal jemand sagen können. Egal. Man muss ja auch mal ein paar Sachen selber herausfinden. So. So. Wo sind wir denn jetzt? Und wo dürfen wir jetzt vielleicht noch so eine Knospe kaputt machen? Ich glaube, hier war... Guck mal, da oben ist eine. Ah, da komme ich gar nicht hin, oder wie? Wie komme ich denn da hoch? Hä? Wie kommen wir da hoch? Kann ich die zerschneiden? Nö. Das geht auch nicht. Na gut, dann schaue ich mich mal hier oben noch weiter um. Was ist denn das hier? Hier geht's in eine Höhle. In eine Höhle. Ansehen. Zum Shinshu-Feld. Shinshu-Feld? Waren wir nicht schon? Wir waren doch schon beim Shinshu-Feld, ne? Ach, ich komme jetzt bestimmt oben bei dieser komischen Propellerblume da raus, bei diesem Radieschen. Oder? Mal gucken. Hinein in den Strudel der Verdammnis. So. Ach, guck mal, hier können wir buddeln. Nein, können wir nicht. Ah, Mann, oh, ich will hier buddeln. Und es wird wieder dunkel. Ich kann hier nicht buddeln, das geht nicht. Warum darf ich das nicht? Ich möchte auch mal buddeln. Ich möchte mich auch mal wie ein Hund verhalten. Komm ich hier hinten lang? Guck mal. Hier. Hier ist doch ein Weg. Hier ist doch eindeutig... Na, super. Eine unsichtbare Alpha-Wand. Wie sowas mag. Ach, jetzt bin ich hier oben. Ah, okay. Das war jetzt quasi eine Abkürzung wieder zurück. Ohne dass wir über das blöde Wasser müssen. Ah ja, ich verstehe. Ich verstehe. Na gut, aber ich möchte hier noch nicht hin. Ich gehe mal wieder zurück. Weil da sind ja noch ein paar Knospen, die ich noch holen darf. Und dann gucken wir mal, was wir da noch für Schätze bekommen. Schätzelein. Jo. Oh, hier geht's tief runter. Egal. Nein, ich wollte doch an dem vorbeigehen. Ich wollte nicht mit ihm kämpfen. Oh. Mann. Aber ich brauche ja diese 50 Dinger. Blöd. Ach Mann. Blöder Hund. Du hörst doch mal auf, hier rumzuflöten.
Blutenheini. Hä? Oh. Das war interessant. Toll. Ich muss das mal ausprobieren. Ach, gucke. Ich habe ihn jetzt trotzdem eine verbraten. Schön. Irgendwie. Keine Ahnung. Plopp. Gib mir doch deine Zähne. Wunderbar. So kann es weitergehen. Und nochmal 1050 Yen. 1050 Yens bekommen. Wer ist dieser Jens und warum bekommt man ihn? Oh, guck mal da. Ups. Ist mir jetzt gerade egal. Hier kann ich das ja mal machen. Einmal buddeln. Oh, eine Kiste. Mit einer Stahlseelensake. Sake aus dem Geist des Stahls. Erhöht zeitweise Verteidigung. Okay. Ich habe ehrlich gesagt diesen ganzen Kram noch nie benutzt, ne? Ich habe so viele von diesen Items mittlerweile. Also viele in Anführungsstrichen, aber ich habe noch keins davon benutzt. So. Was haben wir denn hier Schönes? Erhalten. Glasperlen. Diese Perlen zeugen von großer Handwerkskunst. Gut. Ja. Mehr weiß ich auch nicht dazu zu sagen. Außer gut. Schön. Hier sind noch mehr von den Dingern irgendwo gewesen. Ich muss gerade nur noch schauen. Wo war denn das? Wo war denn das? Hier ist noch eine. Und sogar noch zwei. Jetzt auch so probieren könnte, dass ich gleich beide mache. Erhalten heiliger Knochen S. Amaterasus Lieblingssnack. Gibt 3 Einheiten Solarenergie. Na schön. Dann machen wir gerade hier ein bisschen das Unkraut weg. Dann sehen wir nämlich auch, was passiert. So, gib mir deinen Inhalt. Lackwaren-Set. Jedes Stück dieser japanischen Lackwaren ist einzigartig. Was sind denn Lackwaren? Was ist das? Lackwaren. Hat das was mit Lack und Leder zu tun oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Wo haben wir denn noch so ein... Warte mal, ich habe doch... Hier oben ist noch so ein Ding. Ey! Hä? Ja, das wollte ich zwar nicht, aber okay. Ich mache dann mal gerade eben das Licht wieder an. Ich wollte zwar eigentlich an dieses Ding da oben ran, aber irgendwie, ja. Das hat nur bedingt geklappt. Achso, das geht bei dem Ding. Guck mal, da oben liegt was auf dem Ast. Kann ich den Baum fällen? Ich glaube nicht, ne? Brrrr. Brrrr. Brrrr macht er. Ich will da hoch. Da liegt was auf dem Baum. Ich komme nur nicht ran. Oh, verdammte Hacke. Na gut, dann eben nicht. Sieht man das noch? Guck mal, da oben liegt was. Was ist das? Ich kann es nicht fällen. Ja, ich hab noch mal Licht angemacht. Ja, alles okay. Ja, alles gut. So, was mache ich mit dem Ding jetzt hier? Warte mal. Aufschneiden? Oh, Entschuldigung. Nee, auch nicht. Oh Mann, wie geht denn das? Was macht denn das Ding? Ich weiß nicht, für was es gut ist. Es ist eine Nuss. Das ist auf jeden Fall sicher. Soll ich die irgendwo hier so aufschneiden? Hä? Man sieht, dass man irgendwas damit machen kann. Weil ansonsten würde sich der Pinsel ja nicht verändern. Das ist ja... Sprengen? Ich spreng die Nuss. Bom. Eine ganz schön harte Nuss. Oh, den Affen hat's umgehauen. Oh, Entschuldigung, Äffchen. Komm mit. Mein Äffchen. Entschuldigung, ich finde das lustig. Und auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise süß. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie süß. Keine Ahnung. Männlich. Es ist männlich süß. Oh, ist hier irgendwas rausgefallen aus den Bäumen? Leider nein. Hatte ich nicht hier unten noch irgendwo so ein Samendingens? War hier nicht noch irgendwo eins? Das
mal schauen. Irgendwo war noch so ein Teil. Ich weiß noch nicht mehr wo. Wo war denn das? Was? Später läuft er mit einem Plüschtier im Mund durch die Gegend? Vielleicht. Könnte passieren. Ich fahr, ja. Ich, ne? Ah, guck mal. Jetzt habe ich gleich beide mitgenommen. Erhalten Holzbär. Oh, ein Holzbär. Aus Holz geschnitzt, jedoch beeindruckend wie das Original. Und? Exorzismus S. Papier mit heiligen Formeln. Verursacht geringen Schaden. Gut, nehme ich mit. Okay, ich glaube, jetzt habe ich alle gefunden. Jetzt ist die große Preisfrage. Da oben war ich auch schon. Dann muss ich wahrscheinlich einmal hier schauen. Was hat's hier mit auf sich? Was ist das? Sind das die Zuta-Ruinen? Der Ort, wegen dem Koraki einen Aufriss macht? Das Tor ist fest verschlossen. Hey, hat der Junge nicht gesagt, er hätte den Schlüssel im Wasser verloren? Ja, hat er. Jetzt ist nur die Frage, wo. Das Schlimme ist, hier ist sehr viel Wasser. Und ich habe keine Ahnung, wo der das eventuell verloren haben könnte. Verliert haben könnte. Er könnte es verliert haben. Sieht man das vielleicht? Ich glaube nicht hier, oder? Er hat es im Wasser verloren. Aber wo, aber wo, aber wo? Tja, nun. Ach, hier ist noch so ein Ding. Gib her. Hab ich den nicht schon? Na, okay. Erhalten Tintenstein. Oh. Okay. So ein Ding wollte ich haben. Ich hätte ihn beinahe gekauft, aber ich hab's dann doch gelassen. Ist jetzt die Preisfrage, ob man das sieht, ob er wo das irgendwie verloren hat, das Ding. Was auch immer er da verloren hat, diesen Schlüssel. Erhalten Reiseglücksbringer. Schützt Reisende vor Gefahren. Erhöht die Göttlichkeitsstufe um 1. Schön. Ich habe so das Gefühl, dass er das hier irgendwo verloren hat. Ich bin mir aber nie sicher. Warum ausgerechnet hier? Aber es scheint mir so. Aber ich sehe hier halt auch nichts in der Richtung. Ich sehe hier gar nichts. Das müsste doch irgendwie dann auch leuchten oder irgendwie sowas in der Richtung. Irgendwas müsste doch dann, weiß ich nicht. Ich hüpfe nochmal zu dem Blag. Ich habe mich ganz doll angestrengt, den Ruinenschlüssel wieder rauszuholen. Aber ich habe alle meine Angelschnüre und Haken verloren. Alles, was ich noch habe, ist diese Angelrute. Mann, dieses Kind ist aber eine Heulsuse. Gib ihm mal einen Stoß, Emmy. Vielleicht fängt er sich dann wieder. Autsch! Hör schon auf damit. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Heulsusen. Du warst es, der seinen Hund in diesen gefährlichen Ruin zurückgelassen hat. Also musst du tun, was immer auch nötig ist, um den Schlüssel zu holen und ihn retten gehen. Aber. Hör zu, Junge. Beim Fischen geht es um die richtige Einstellung. Einstellung. Es gibt nichts, was man mit der richtigen Einstellung nicht fangen kann. Fische, Bräute, was auch immer. Das kannst du dir alles holen. Komm schon, benimm dich, als ob du Spaß hättest. Wir werden zusehen. Okay. Okay. Nicht die Affen schlagen? Ich habe keine Affen geschlagen.